Seid ihr schon auf Wikisana? Hallo liebe Zuseher zu unserer neuen Ausgabe der spirituellen Sprechstunde. Und vielleicht sind einige dabei, so wie ich, die vom Gianni Balducci nicht genug bekommen können. Und deswegen habe ich ihn nochmal eingeladen. Der ist wieder heute unser Gast. Und wir haben ein spannendes Thema. Was sind wir und wie sind wir so, wie wir sind? Und da wollen wir mal mit ihm drüber sprechen, gleich nach dem Intro. Hallo Gianni, schön, dass du wieder bei uns bist. Als Mensch, Wegbegleiter für Menschen schreibst du auf deiner Webseite, weil du bist nicht so einverstanden mit dem Wort Geistheiler, weil du sagst, nee, heilen tut man sich eigentlich nur selber. Aber deine Gabe, deine Anbindung an die höheren Sphären, das sind für viele Menschen schon sehr beeindruckend, das mitzuerleben, wenn du in dieser Kraft bist, wenn du diese Botschaften, die du sagst, ist ja schon immer wieder auch die Menschheit durchgegeben worden sind, wieder vermittelst. Die Menschen erinnern sich wieder an diese Geschichten. Und heute haben wir das Thema, warum sind wir so, wie wir sind? Ja, hallo Nepomuk. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Danke für die Möglichkeit, die gegeben ist. Ja, eben wie du schon angesprochen hast. Ich weiß, also heilen kann man sich nur selber. Und das ist auch sehr wichtig. Man kann aber andere Menschen unterstützen. Man kann ihnen Impulse schenken, teilweise ein Wegweiser sein. Aber wenn jemand nicht bereit ist, in der eigenen Geschichte weiterzugehen, dann wird es auch schwierig sein, damit sich etwas verändert. Das ist ja das, was ich auch immer wieder erlebe in der Arbeit, in der Praxis. Die Menschen, die bereit sind oder Bereitschaft signalisieren, dort kann sehr vieles gehen. Dann erleben wir auch Wunder, aber das Wunder macht der Mensch, die Person, weil sie bereit war. Manchmal braucht es nicht viel. Es ist wie noch der letzte Schub und es darf dann geschehen. Ja, und dann spricht man davon und das freut mich auch immer wieder. Aber der Alltag ist auch so, wie ich manchmal auch immer wieder sehe, dass sehr viele Menschen in diesen Widerständen drin sind und eben auch dort sehr stark Mühe haben. Es gibt ja viele, Menschen, ich möchte nicht sagen Esoteriker, aber die auch gut angebunden sind an diese kosmischen Gesetze und wissen und sagen, das, was einem Menschen begegnet, ist eigentlich immer das Resultat seiner Taten. Das ist der Spiegel von innen, ist im Außen. Ich glaube, ähnliche Sachen sagst du auch. Wir setzen also unserem Leben gerne mal irgendeinen Widerstand entgegen, weil wir mit dieser aktuellen Situation, die vielleicht gerade ist, nicht einverstanden sind. Ja, das ist so. Aber wichtig ist, dass man jede Situation öffnet. Das heißt, wenn etwas so ist, wie es ist, ist es nicht nur ein Grund. Und das verstehen viele nicht. Man könnte das so anschauen. Stellt euch vor, alles, was wir erleben im Außen von uns, ist ein Spiegel. Aber es ist nicht nur einfach der direkte Spiegel. Das heißt, es spiegelt sich die Person, die Situation, die wir ja gerade erleben, aber es spiegelt sich momentan auch, wie wir mit unserem Leben umgehen. Es spiegelt sich auch die kollektive Geschichte, wo wir als Menschheit durchleben. Und man könnte sogar noch weiter reingehen, die universelle Geschichte. Und dort darauf noch die geistige Geschichte und seelische Geschichte. Der Mensch, ja, er reagiert. Im Moment erleben wir ja das so stark. Darum dieses Thema auch heute. Warum sind wir so, wie wir sind? Ja, wir sind ein Resultat. Wir sind ein Resultat aus unserer Geschichte, was wir erlebt haben. Wenn wir jetzt momentan die Geschichte beobachten, sind wir ja in einer Krisenzeit. Aber diese Krisenzeit ist kein Zufall. Es ist uns zugefallen. Warum? Weil unsere Handlungen die jetzt letzten Jahrhunderten nicht immer so in einem Gleichgewicht waren. Es gab mal eine Zeit auf dieser Erde, wo das Gleichgewicht sehr stark war. Das war eine Zeit, wo die Anbindung sehr klar war. Ja, viele kennen vielleicht diese Zeit aus Lemurien, Atlantis. Das waren Zeiten, wo das Bewusstsein sehr hoch war. Aber was heißt das? Das Gleichgewicht war da. Aber der Mensch hat irgendwann eine Wahl getroffen. Man wollte mehr das Leben erfahren. Man wollte mehr in die Dichte reingehen.
Ja, für viele ist es so, sie sehen das wie als Fluch, dass wir nicht so feinstofflich sind, aber es war mal der Segen. Weil diese Dichte hat der Menschheit geschenkt, die Möglichkeit der Erfahrung. Nur das Problem ist, dass die meisten Menschen es vergessen haben. Und sehr schnell, durch das Vergessen, haben sie die Zusammenhänge nicht mehr erkannt. Haben sie die Zusammenhänge nicht mehr erkannt, haben sie sich verwickelt. Und diese Verwicklung brachte dazu, dass eben diese Geschichte heute so ist, wie sie ist. Dass wir in einer Geschichte drin sind, wo immer noch, ich sage wirklich, wie es ist, über 80% der Menschheit tagtäglich immer noch sehr stark in der Verurteilung ist, im Richten, das ist richtig, das ist falsch und nicht erkennt, dass es auch immer anders sein könnte. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, Gianni. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Weil wir entscheiden ja gern, oh, hier ist jemand, der ist ein Mörder oder ein Kinderschänder. Es reicht ja oft schon, wenn der Nachbar das Auto falsch parkt und sagt, das geht so nicht, der muss hier wegfahren, der behindert mich oder wie auch immer. Also wir sind sehr schnell mit Beurteilen von anderen, aber einen selber meint man immer, man macht alles richtig. Ja, das ist so, aber das hat nämlich auch wieder sehr viele Faktoren da. Ein kurzes Beispiel, wenn eine Person gut erholt ist, wenn sie wirklich gut erholt ist, ist sie viel flexibler. Das heißt, wenn jemand vielleicht auf deinem Parkplatz parkiert hat, dann würde sie vielleicht einen Zettel schreiben und sagen, ist doch okay, ich schreibe den Zettel. Wenn diese Person kommt, dann können wir das friedlich lösen. Das Problem ist, die Menschheit ist nicht erholt. Und wir reden hier nicht von einer Erholung, einfach in der Nacht schlafen. Stellt euch mal vor, wenn ihr eine Nacht nicht schlaft, ist es nicht einfach. Wenn man 20 ist, geht das gut. Wenn man 30 ist, wird es schon schwieriger. Desto älter das man wird, desto mehr braucht es, dass man sich erholt. Im Moment ist es für die Menschheit so, wie wenn sie wochenlang nicht geschlafen hat. Alle Menschen sind in einer Anspannung, aber warum? Weil wir in einem Prozess drin sind. Unsere Themen kommen immer mehr hoch. Diese Themen widerspiegeln sich. Das heißt, das ist nicht eine einfache Zeit, eine herausfordernde Zeit für die Menschheit, aber durch das Bewusstwerden der eigenen Themen, der eigenen Geschichte, wie wir sind. Darum kommt diese Krise, wo wir momentan immer wieder erleben. Weil diese Krise zeigt uns nämlich, wie wir wirklich sind. Menschen, wenn sie in ihrer Gewohnheit sind, erkennen nicht, wie sie wirklich sind. Dann haben sie Masken auf und denken, ja, ich bin in der Liebe, es ist alles gut, hin und her. Nein, wenn wir in der Krise sind, dann kommt das wahre Gesicht hoch. Und jetzt kommt gerade eine Krise nach der anderen. Aber ich bitte auch die Menschen, die zuhören, habt keine Angst. Wir sind geführt und jeder Mensch ist begleitet in jedem Moment. Aber es braucht auch die Bereitschaft, weiterzugehen. Aber weiterzugehen eben ohne zu richten, ohne zu verurteilen. Weil das Richten und Verurteilen trennt die Geschichte, trennt die Situation und dann bleiben wir immer in dieser Situation gefangen. Ist es nicht schwierig, etwas nicht zu richten? Du sprichst immer davon, ich kann es ja nicht gutheißen. Oder das ist, ich richte nicht, aber ich würde es nicht wiederholen. Was meinst du? Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Ich werde mal diese Worte wählen, wie es ist. Also ich versuche, ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch meine menschlichen Themen, wie jeder andere auch. Wenn ich in meinen menschlichen Themen drin bin, mache ich auch meine Prozesse. Aber das Geschenk, was ich immer wieder bekomme von diesen Kräften, von diesen Wesen, die mich auch begleiten, sie zeigen mir immer einen Weg in der Liebe. Das heißt, schau es mal so an. Du musst es ja nicht gutheißen. Weißt du warum? Weil wir ja wissen, es könnte anders sein. Aber respektiere es. Warum? Weil auch das ist ein Resultat der Geschichte. Und desto mehr, dass wir es respektieren, bekommen wir eine andere Beobachtung dazu. Das heißt, wir bekommen wie eine Vogelperspektive. Wir sehen auf einmal nicht nur die Situation, wir sehen, warum es zur Situation gekommen ist. Wenn wir das mal erkennen und da jeder Mensch, wenn er wirklich sieht, warum etwas geschehen ist, wird jeder Mensch schnell die Erkenntnis erlangen in sich, aha, und das Verständnis. Und das ist sehr wichtig. Aber das Trennen, das Verurteilen ist eine Trennung. Und jedes Mal, wenn wir das machen, bleiben wir in dieser Situation wie gefangen. Und das Problem ist, wir bleiben nicht nur gefangen, diese Situation wird sich so lange wiederholen, bis wir bereit sind, um weiterzugehen. Jetzt weiß ich, Entschuldigung, wenn ich noch mal schnell weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, es wollte gerade noch etwas kommen. Und das ist einfach wichtig, dass wir wissen, dass es im Moment Situationen gibt, die sind nicht einfach für uns anzunehmen. Aber ich bitte euch, auch dort immer wieder die Möglichkeit zu öffnen. Jede Geschichte, die wir erleben, könnte immer anders sein.
Vielleicht ist eine Geschichte, die uns gerade im Moment schmerzt, sehr wichtig für uns, weil sie uns vielleicht auch die Möglichkeit schenkt, zu lernen, wie man auch mit so einer Geschichte umgehen kann. Was könnte das einem lernen? Jemand könnte sehr schnell demütig werden. Heute in dieser Zeit, wo wir erleben, ich sage immer, es wäre gut, wenn die Menschen demütiger wären. Wären wir demütiger, wären wir viel dankbarer. Wir würden mehr wertschätzen, was es ist. Würden wir mehr wertschätzen, was wir haben, möchten wir nicht so viel und wir würden mehr aufeinander wieder zugehen. Und jetzt kommt eine Zeit, wo wir miteinander gehen dürfen. Aber das ist nicht ganz einfach, weil was bedeutet das? Desto mehr, dass wir miteinander einen Weg gehen wollen, desto mehr spiegeln wir uns unsere Themen. Aber bitte, erinnert euch, es sind immer eure Themen. Wenn man in einer Reaktion ist, ist es die eigene Reaktion. Wie gehe ich damit um? Darum reagiere ich so. Vielleicht habe ich mal eine Erfahrung gemacht und ich bin aber nicht bereit, diese Erfahrung anzunehmen, weil ich möchte es anders haben. Dann werde ich immer wieder eine ähnliche Erfahrung bekommen, damit ich es ausgleichen darf. Weil, was ist das Gleichgewicht? Es gibt ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht im Gleichgewicht, das ist eigentlich Gott. Und Gott schenkt uns immer wieder die Möglichkeit, auch wenn wir in einem Ungleichgewicht sind, ein Gleichgewicht wieder zu erlangen. Aber dann, wenn wir bereit sind, einen Weg dafür zu machen. Nur sehr viele Menschen erlebe ich immer wieder, wenn sie im Ungleichgewicht sind, wollen sie, dass man ihnen diese Situation wegnimmt oder diese Situation verändert. Und das erlebe ich auch in der Arbeit bei mir. Aber ich sage immer wieder, und das ist auch das, was sie auch immer wieder sagen, du hast diese Kraft in dir. Du hast eine Weisheit in dir. Die Frage ist, ob du sie aktivierst, so wie du die Liebe in dir trägst und das Licht. Bist du bereit, in deiner Geschichte weiterzugehen? Hast du Möglichkeiten, dass es sich verändern kann? Und das ist ja das, was geschehen würde. Der Mensch ist momentan so, wie er ist. Warum? Weil er so denkt, so fühlt. Aber er vergisst, dass es auch immer anders sein kann. Wir könnten jedem Gedanken einen Gedanken schenken, dann könnte es sich wieder wandeln. Jeder Emotion oder jedem Gefühl ein Gefühl schenken. Jedem Körper sogar ein Körperbild schenken. Okay. Und es könnte sich verändern, aber im Prozess. Und jetzt ist es aber wichtig, dass wir auch wissen, wir leben ja nicht nur den Moment gerade so, wie wir sind. In uns leben auch unsere Ahnen. In uns lebt nämlich auch die Menschengeschichte. Darum im Moment spiegeln wir uns nicht nur die individuellen Themen, auch die kollektiven Themen. Und dort ist es nicht ganz einfach, das manchmal anzunehmen. Darum ist es aber wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit, wenn die Krise da ist, dass man versucht, aus sich heraus eine Balance, ein Gleichgewicht aufzubauen. Wie kann ich das? Im Leben gibt es etwas, was immer im Gleichgewicht ist. Gehen wir in die Natur, werden wir das Gleichgewicht sehen. In der Natur braucht es nichts, was sagt, es muss so sein oder so. Es fließt einfach. Das ist der Unterschied von uns Menschen und der Natur. Würden wir Menschen wieder mehr uns der Natur zuwenden, würden wir erkennen, dass es eine natürliche Realität gibt. Eine natürliche Realität ist diese, dass sich alles immer verändert, dass alles sich immer wandeln kann und in der Natürlichkeit ist auch alles immer wieder möglich. Wie jedes Jahr immer wieder im Herbst die Blätter gehen, werden sie jedes Jahr im Frühling wieder kommen, in der Natürlichkeit. Wir sehen manchmal das Wunder gar nicht mehr. Aber warum? Weil wir die Möglichkeiten nicht offen lassen. Weil wir so stark in der Reaktion drin sind und weil wir aus einem Bilde gesteuert sind, wie es eben auch sein soll. Es hat mal jemand zu den Menschen gesagt, und heute möchte ich es wieder sagen, macht euch kein Bild. Weil wenn ihr euch ein Bild macht, dann werdet ihr sehr schnell gesteuert sein. Ihr dürft schon ein Bild wahrnehmen, bedankt euch, aber lasst es gerade wieder los. Weil so schenkt ihr euch die Flexibilität, wieder ein Bild anzunehmen, aber wieder loszulassen. Und dann wird man erkennen, dass wir uns immer wieder verändern. Menschen, die Mühe haben mit ihrem Körper oder gerade wo sie drin sind, das sind Menschen, die nicht dazu stehen. Das heißt, sie wollen es anders haben. Desto mehr, dass wir aber in uns die Möglichkeit öffnen, dass es auch immer anders sein könnte, aber auch die Bereitschaft, Schritte dafür zu tun und aber auch in der Natürlichkeit die Prozesse sehen. Der natürlichste Prozess ist der, der die meisten Menschen verdrängt. Dass wir eines Tages kommen, damit wir wieder gehen können. Nur wenn wir kommen, machen wir ein Fest. Wenn wir gehen, wird es nicht ganz einfach sein, weil dort drin, ja,
Dort haben wir Mühe. Warum? Weil wir sehr stark in der Kontrolle drin sind, des Lebens. Wir wollen es nicht loslassen. Würden wir mehr dieses Loslassen fördern? Während des Lebens schon? Ja, immer wieder. Für alle Menschen, die in der Kontrolle sind. Versucht die Möglichkeit offen zu lassen, auch wenn ihr loslässt, dass es auch weitergehen darf. Es gibt immer wieder Wege. Zum Beispiel ein Weg, wo auch in deinem Format immer wieder besprochen wird, ist auch, wenn Menschen gehen und auf der anderen Seite sind. Mhm. Was bedeutet das? Wenn man diese Möglichkeit schon mal in sich nur öffnet, man muss es noch nicht wissen oder glauben, einfach mal die Möglichkeit offen lassen, es könnte vielleicht ein Leben nach dem Leben geben. Das könnte schon entspannen. Jetzt weiß ich, dann kommt es vielleicht so, dass man dann sehr schnell gesteuert wird, vielleicht aus einer Kultur oder so. Ja, es gibt ein Leben nach dem Leben, aber dort gibt es ja vielleicht jemand, der dir sagt, wenn du dich so verhalten hast, gehst du dorthin und wenn du dich so verhalten hast, gehst du dorthin. Aber dort lässt auch die Möglichkeit offen. Vielleicht heißt es ja ganz anders. Mhm. Vielleicht ist da gar niemand da, der dich richtet. Vielleicht ist auf der anderen Seite nur jemand da, der dich liebt, aber der dir auch den Spiegel zeigt. Und dir aber immer die Möglichkeit schenkt, in jedem Moment, dass du die Wahl hast, wie du weitergehen möchtest. Johnny, das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich sehr weise, ganz klar. Aber die Prozesse dahin, einmal der persönliche Prozess, aber wir sind natürlich auch in diesem kollektiven Prozess der verschiedenen Systeme, dass manche sagen, okay, wir haben sehr starre Systeme, manche Mächtigen nicht wollen ja, ihre Macht loslassen, die wollen zu stark steuern, kontrollieren. Wir haben ja momentan auch mehrere Situationen auf diesem Planeten, wo hier Fronten aufgebaut sind, weil keiner irgendwie von seinem Bild weichen will und auf den anderen zugehen will. Wie kann man denn so verhärtete Fronten auflösen, solange bis die Erschöpfung so groß ist, dass irgendjemand aufgibt? Oder gibt es denn hier auch noch andere Möglichkeiten? Ja. Also wichtig ist mal zu wissen, dass wir Menschen nicht alleine sind. Jeder Mensch, jedes Wesen, die Menschenfamilie ist immer begleitet, war schon immer begleitet und wird immer begleitet sein. Das heißt eigentlich, die Geschichte der Menschheit hat einen Spielraum, aber nicht einen unendlichen Spielraum. Okay. Sagen wir so, es ist wie ein Raster. Also dieses Raster schenkt der Menschheit, wenn sie möchte, kann sie sich so stark gegensätzlich ausdehnen, aber sie kann sich so komprimieren. Aber jetzt müsst ihr wissen, wenn es zu stark nach außen geht, werden Kräfte einwirken und die Möglichkeit schenken. Das ist das, was gerade die Menschheit momentan erlebt. Zusammen. Genau. Und was passiert dann? Dann werden Situationen in die Geschichte der Menschheit geschickt und es passieren auch in der Natur Situationen, wo anfangen, das ganze Feld beben zu lassen. Warum? Das ist wichtig, weil Menschen, die die Macht nicht loslassen wollen oder Menschen, die immer in ihren Programmen drin sind, habt auch Verständnis für sie, weil sie sind einfach in der Gewohnheit. Mhm. Sie sind abhängig von dem. Und das ist nicht einfach. Aus einer Gewohnheit rauszukommen, kennt jeder, ist nicht ganz einfach. Aber manchmal ist es so, dass wir eigentlich auch dort, wir hätten Möglichkeiten oder machen wir es von uns heraus. Das heißt, dass wir erkennen in uns, was wirklich dienlich ist. Und wenn wir es nicht machen, dann wird das Leben uns die Gewohnheiten brechen. Okay. Das Leben wird die Gewohnheiten so brechen, dass es eben Situationen hervorholt. Ich weiß, das ist nicht einfach zu sehen, momentan auch auf dieser Erde, mit Kriege, Erdbeben. Ja, weil es auch immer noch kommen wird. Aber versteht ihr, wenn wir in Gewohnheiten sind, ist die Situation starr. Dann wird es beben, versteht ihr? Damit es diese Systeme eben nämlich auch, dass dort nämlich eben auch, man würde sagen, durch dieses Beben entstehen Krisen, durch diese Krisen entstehen neue Möglichkeiten. Das heißt, die Menschheit war noch nie so innovativ wie in einer Krise. Weil dann erkennen wir auf einmal, da könnte es noch anders möglich sein. Aber auch in Krisen, das zeigt die Geschichte, waren wir auch noch nie bereit, so stark zusammenzuarbeiten. Immer. Ja. Die Krise schenkt ja das. Das einzige Problem, was jetzt viele Menschen haben, sagen, okay, weil diese Krisen natürlich auch sehr viel Anführungsstriche Opfer fordern. Ja. Ne? Menschenleben, wie Erdbeben jetzt gerade vor kurzem oder Kriege. Kann es nur über diese Opfer gehen? Also Opfer in Anführungsstriche, wenn man nicht nach einem Leben, nach einem Tod glaubt, wenn man sagt, okay, die haben jetzt die Dimension gewechselt, ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, aber aus der Perspektive unseres Weltbildes heraus ist es natürlich eher, ja, du siehst es positiv, aber ein normaler Mensch würde sagen, oh, das ist eher negativ. Also ich sehe es nicht positiv und auch nicht negativ. Ich sehe es so, wie es ist. Und so, wie es ist, ist es im Moment nicht einfach anzunehmen. Und das verstehe ich für jeden Menschen, der das so sieht. Aber bitte erinnert euch,
Wenn ihr nur ehrlich mit euch selber seid, werdet ihr merken, dass nicht jeder immer mit von euch im Gleichgewicht ist. Und jetzt multipliziert das mal für die ganze Menschheit, für die ganze Ahnengeschichte und die letzten hunderte von Jahren, dann werden wir merken, wie die Waage ist. Und die Waage ist, ist einem Ungleichgewicht. Mhm. Aber jetzt zur Frage, die du gestellt hast. Müssen wir so viel Opfer geben oder erleiden? Nein, es gäbe andere Wege. Aber es braucht jetzt in diesem Moment, wenn wir in dem Resultat, jetzt sind wir im Resultat von unserer Geschichte, jetzt braucht es Verständnis, mit diesem Resultat zu gehen. Nur die meisten Menschen haben kein Verständnis, weil die meisten Menschen dieses Resultat nicht annehmen wollen. Sie wollen es anders. Mhm. Und wenn man es so sieht, wird es schwierig sein, dort weiterzugehen. Noch schnell, wie könnte man es anders machen? Ich habe es dir vorhin nämlich schon aufgezeigt. Würden wir von uns heraus wählen, vielleicht einen anderen Weg zu gehen, ohne dass Konsequenzen drohen müssten, dann würden wir mit der Zeit mehr und mehr andere Ursachen setzen und das Leben würde sich verändern. Aber der Mensch ist halt so. Die meisten Menschen wollen es immer zuerst erfahren, bis es soweit ist. Das ist ja wie das Gleiche. Schau, jeder weiß doch, dass wenn man auf eine Brücke ist und runterspringt, dass es schmerzt und dass es so sein könnte, dass man vielleicht das Leben nicht hat. Aber tagtäglich machen es immer wieder noch Tausende. Es machen es immer wieder Tausende. Wir brauchen nicht diese Erfahrung. Wir könnten eigentlich im Bewusstsein alles wahrnehmen. Aber nur dann, wenn wir auch bereit sind, es offen zu lassen. Mhm. Und zur Macht, einfach, dass du weißt. Die Menschen werden immer so lange Macht haben, solange dass Menschen ihnen die Macht schenken. Mhm. Und weißt du, wer den Mächtigen die Macht schenkt? Wer in der Verurteilung und im Richten ist. Wer mehr im Gleichgewicht ist, öffnet die Möglichkeit, es kann immer alles wieder anders sein. Mhm. Dann wird es nicht radikale Punkte mehr geben. Okay. Dann wird es sich dort mehr und mehr mit der Zeit, wichtig, mit der Zeit. Es ist ein Prozess. Das Leben ist ein Zyklus. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das erkennen. Es braucht seine Schritte. Ich weiß, wir wollen immer am liebsten alles jetzt haben. Ja. Ich erlebe auch viele Menschen, die zu mir kommen, wo teilweise esoterische Bilder mit sich bringen. Jetzt kommen wir in eine andere Dimension. Jetzt wird es dann leichter hin und dann sage ich, ja, wir werden, aber jeder Mensch darf diesen Prozess durchgehen. Mhm. Wisst ihr, diese Dimensionen, die sich für sehr viele öffnen, die waren schon immer da. Die Frage ist, ob wir bereit sind, weiterzugehen. Und bereit sein, weiterzugehen, komme ich auch wieder kurz vielleicht zu dem, könnte auch eine Möglichkeit sein, den eigenen Weg in Liebe gehen. Mhm. Dass wir mehr miteinander diesen Weg gehen. Du hast es vorher gerade gesagt, wenn es Unglücke gibt, auch Erdbeben oder solche Situationen, gibt es keine Religionen. Mhm. Dann gibt es keine politischen Ansichten. Dann werden wir wieder Brüder und Schwestern. Aber vielleicht wäre es gut, wenn wir es erkannt haben, dass wir auf diesem Fundament weitergehen. Mhm. Ja, diese Prozesse durchlaufen wir schon, wie du sagst, in mehreren tausenden Jahren immer mehr und weniger. Kam auch in der Geschichte der Menschheit schon immer wieder zu, auch zu Taten, die, ja, wenn man es jetzt einmal nicht bewerten soll, aber die vielleicht nicht den Weg in Liebe aufgezeigt haben. Ja. Wir haben ja gerade auch eine Krise, wo zwei Fronten gegenüberstehen. Der eine sagt, wir haben die Wahrheit, so kann man das nicht machen. Und der andere sagt, okay, ich mache es aber trotzdem. Mhm. Wo die Annäherung für viele Menschen also verstandesmäßig momentan gar nicht sichtbar ist. Und jeder sagt aber, irgendwie muss doch aber das Ganze irgendwann mal zu Ende gehen. Ja, das weiß ich, aber im Moment, gerade in dieser, sagen wir, in dieser Situation, die sehr herausfordernd ist, wäre es nämlich wichtig, dass die Menschen nämlich mehr zur Ruhe kommen. Würden sie mehr zur Ruhe kommen, würden sie in sich schon spüren, was dienlich ist. Mhm. Wisst ihr, wenn jemand sagt, das ist die Wahrheit oder nicht die Wahrheit, was ist dann schon die Wahrheit? Die Frage ist doch immer, von welcher Perspektive, dass man es anschaut. Also ich weiß, dass es eine Wahrheit gibt, aber in dieser Wahrheit sind alle Wahrheiten enthalten. Mhm. Und diese Wahrheit ist vollkommen. Ich weiß, dass wir manchmal es nicht verstehen können, aber die Wahrheit kann für jemand auf seinem Bewusstseinsprozess so sein und jemand anders auf einem anderen Bewusstseinsprozess ganz anders sein. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass man immer versucht, bestimmte Wahrheiten zu nivellieren, die irgendwie für alle gelten, aber jeder hat seine eigene Perspektive. Wie du sagst, jeder hat seinen eigenen Prozess, seine eigene Geschichte. Lebendigkeit und für einen mag das die Wahrheit sein, für den anderen die andere. Und das ist aber, glaube ich, auch schwierig im Kollektiv, in Demokratien oder Diktaturen, hier irgendwo einen Weg zu finden, die beide nebeneinander funktionieren. Mhm. Schaut, das ganze Problem, wo wir hier haben, widerspiegelt sich ja überall in unserer Gesellschaft. Wenn ich ein Beispiel nehme, wir sehen das auch bei unseren Kindern.
Wenn unsere Kinder in die Schule kommen, wollen wir, dass unsere Kinder immer stereotyp sind, wir sollen alle immer genau gleich sein, sie sollen alle die gleichen Materien durchnehmen und sie müssen, man sagt ihnen, du musst auch diese Materien so oder so, sonst kannst du so nicht gut weitergehen. Aber wir vergessen, jedes Individuum ist erstens vollkommen und jedes Individuum ist einzigartig. Jedes Individuum bringt Gaben und Fähigkeiten mit. Mhm. Würden wir mehr wieder auf das eingehen, würden wir die Wertschätzung des Universums wahrnehmen, dann würden wir es auch mehr sehen. Das ist ja auch, wir sehen es nicht mehr. Wir sind so stark gesteuert von Bildern. Ja. Und diese Bilder kommen so stark rüber für uns, dass am Schluss diese Bilder uns sagen, wie wir sein sollen. Mhm. Würden wir aber diese Bilder einfach als Orientierung nehmen und die Möglichkeit immer offen lassen, danke vielmals für das, was ich sehen darf. Ich weiß, es kann auch noch anders sein, aber ich werde schauen, nicht was richtig oder falsch ist, weil das ist immer hier. Mhm. Ich werde schauen, was dient mir? Was dient mir heißt, was dient meinem Wesen? Wo kann ich mich entfalten? Wo kann ich in einen Prozess reingehen, dass es sich mehr entspannt? Und jeder Mensch sehnt sich nach der Liebe. Jeder Mensch sehnt sich nach der Liebe. Das ist der gleiche gemeinsame Nenner, oder? Ja. Aber warum suchen wir alle anderen Nenner, aber den einzigen wahren wollen wir nicht sehen? Ja, genau. Aber der Mensch macht es irgendwann oder ändert er die Situation oder er wird die Möglichkeit bekommen. Aber auch dort ist wichtig zu verstehen, dass wir auch in einem kollektiven Prozess sind. Auf dieser Erde gibt es sehr viele Menschen, die möchten diese Erfahrungen machen und andere möchten diese Erfahrungen machen. Mhm. Bitte richtet euch nicht so stark nach außen. Sagt nicht anderen, wie es sein soll. Seid doch ihr diese Veränderung. Das heißt, es liegt an jedem Einzelnen? Ja, jeder kann ein Beispiel sein. Jeder kann ein Beispiel sein, wie es für ihn dienlich ist. Aber wenn er in seinem Beispiel, wie es für ihn dienlich ist, die Möglichkeit aber öffnet, dass jedes andere Beispiel auch sein darf, dann werden wir mehr und mehr den Weg gehen. Ja. Aber einfach nicht vergessen, das ist wie wenn man einen Graben drunter geht. Mhm. Wenn man unten ist, ist es nicht angenehm. Dann braucht es auch wieder seine Zeit. Jetzt sind wir unten. Mhm. Und jetzt, ich weiß, die Menschen wollen es anders haben. Ich erlebe das auch im Moment. Es ist eine unglaubliche Schwere auf der Menschheit. Ja, ja. Aber diese Schwere ist, weil sehr viele Menschen keine Lust haben, sie haben Mühe mit der Realität. Ja. Aber diese Schwere schenkt ihnen auch etwas. Zu erkennen, wie es auch anders möglich sein könnte. Und wenn wir bereit sind, um weiterzugehen, dann werden wir diese Situation nicht als Last wahrnehmen, als Chance. Mhm, und wieder aus dem Graben steigen genau, können. Und dann können wir dort weitergehen. Jenny, das ist wunderbar, wenn wir immer wieder die Möglichkeit bekommen, jede Situation neu zu bewerten, nicht bewerten, neu zu betrachten, neue Möglichkeiten aufzustoßen. Du hast ja wunderbare Seminare, wo du den Menschen auch aufzeigst, was sind deine Gedanken, was sind deine Verhaltensmuster, was ist angelernt, was ist schon ein Programm, wie kommt man aus diesen Programmen raus, dass ich eben diese Gewohnheiten breche, dass ich mal irgendwas aus einer anderen Perspektive betrachte, meinen Gegenüber verständnisvoller betrachte aus seiner Perspektive. Das sind alle diese kleinen Schritte, die eigentlich relativ simpel sind, aber wir haben sie ja überhört oder verlernt, diese Dinge so anzusehen. Und eigentlich eröffnet uns das ein neues Universum von Möglichkeiten. Ja, aber diese Möglichkeit war schon immer da, weil seit dem ersten Tag gab es immer wieder Wesen, die sind hier hingekommen und haben es offenbart. Mhm. Und sie werden bis zum letzten Tag kommen. Mhm. Und nicht, weil es die Menschen hier nicht verstehen, weil sie sie lieben. Genau aus diesem Grund. Und denkst du denn, dass diese Wesen, die hier, oder diese inkarnierten Wesen in Menschengestalt, wenn man es mal so sagen darf, werden die in Zukunft mehr gehört werden? Kommt da noch eine Zeit, wo man mehr auf diese hört und vielleicht nicht mehr auf diese alten Strukturen verkrusteten? Es geht, diese Wesen werden immer die Menschen wieder erinnern, dass sie mehr in sich horchen. Okay. Dass sie sich selber wieder hören. Weil jedes Wesen hat es ja nur vergessen, ist ja schon die Liebe. Mhm. Es ist schon die Weisheit. Es ist schon das Licht. Es muss nichts mehr werden. Nein, das ist ja das Problem. Hier auf unserer Erde läuft das in dieser Form. Ja. Wir müssen eine Erfahrung machen, damit wir etwas sind. Aber eigentlich sind wir es und das Leben schenkt uns, es zu erfahren. Ja, ja. Würden wir es so sehen, würden wir anders mit dem Leben umgehen. Aber bitte habt auch Verständnis, dass sehr viele Menschen so stark gesteuert sind in Programmen. Warum? Weil sie in dieser Struktur es kontrollieren wollen und so eigentlich die Macht haben. Aber nochmal,
Diese Menschen werden nur so lange Macht haben, solange Menschen ihnen die Macht geben. Mhm. Wenn mehr Menschen aufstehen und sagen, schau, du darfst diesen Weg gehen, wenn das für dich stimmig ist, ist das okay, aber ich wähle einen anderen Weg zu gehen, dann geht es. Wenn man aber den Weg verurteilt, dann bleibt man gefangen drin. Mhm. Immer im Respekt, immer in der Dankbarkeit, mit allen Sachen, egal was wir erleben, bedankt euch immer, es ist alles ein Geschenk. Auch das, was am schwierigsten ist, ist ein Geschenk. Ich habe das auch in meinem Leben immer wieder erlebt. In den schwierigen Momenten drin zu sein, klar, dort ist es nicht einfach, aber wenn ich heute zurückschaue, war es immer der Segen. Weil dieser Moment war wichtig für das, was kommt. Darum, diese Krisenzeit ist sehr wichtig, jetzt machen wir die Schritte für die nächste Zeit. Und ohne diese Schritte zu machen, wird es schwierig sein. Wenn man aber bereit ist, auch jetzt weiterzugehen, dann sind wir bereit für das, was kommt. Gianni, das war ein schönes Schlusswort. Danke, dass du wieder dabei warst in unserem spirituellen Sprechstunde und danke, liebe Zuseher, dass ihr dabei wart, um ja, hier die neuen Möglichkeiten aufzuzeigen, dass wir unseren Weg in Liebe gehen können. Und freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten zur spirituellen Sprechstunde. Danke. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Danke. Okay.